Es gibt zwei neue Apps für iOS und macOS. Apple unternimmt damit etwas gegen die Chip-Schwachstelle Spezitere, über die Hacker auch Daten auf iPhones und Mac-Computern unbemerkt abgreifen können. Apple hat zwei Apps für iPhones und iPads veröffentlicht. Es handelt sich nur um kleinere Aktualisierungen, aber es ist sehr wichtig, dass Nutzer sie schnellstmöglich installieren. Denn mit iOS 11.2.2 und macOS 10.13.2 lindert das Unternehmen die Gefahr, dass Hacker die Chip-Schwachstelle Spezitere ausnutzen, um unbemerkt schadhaften Code einzuschmuggeln, der aus installierten Programmen Passwörter und andere sensible Informationen abgreifen kann. Aktuell besteht die größte bekannte Gefahr für Provider, bei denen die Angreifer über JavaScript von einem geöffneten oder kürzlich geöffneten Tab Daten ausspionieren können. Daher dienen die Aktualisierungen laut Update-Informationen auch dazu, die Auswirkungen von Spezitere auf Safari und WebKit zu mildern. Der WebKit-Patch bedeutet, dass auch andere Provider abgesichert werden, da deren Hersteller gezwungen sind, Apples WebKit statt den eigenen Code zu verwenden. Für Geräte, auf denen die neuesten Betriebssysteme nicht laufen, gibt es vorerst noch keine Apps. Ob dies eventuell noch nachgeholt wird, ist offen, Apple hat dazu bisher keine Informationen veröffentlicht. Spezitere ist die gefährlichere von zwei Schwachstellen, die Sicherheitsforscher in den Chips verschiedener Hersteller im vergangenen Juni entdeckt hatten. Bekannt wurde sie erst vor einigen Tagen, so hatten Hersteller Zeit, Apps vorzubereiten. Von Intel, Microsoft oder Apple bereits verteilte Aktualisierungen konnten die Meltdown-Lücke bereits schließen, die alle neueren Prozessoren betrifft. Spezitere gilt als die gefährlichere Schwachstelle und als komplizierter auszunutzen. Sie klafft lediglich in ARM- und Intel-Chips. Experten gehen davon aus, dass Apps der Betriebssysteme in diesem Fall keine endgültige Lösung bringen werden. Auf jeden Fall müssen wohl zusätzlich zu Chipcode und Betriebssystem auch alle verwundbaren Programme aktualisiert werden. Quelle: n-tv.de